Nach diesem langen Abschnitt mit viel Motivation und relativ wenig Inhalt wollen wir uns jetzt einen ganz kurzen Abschnitt mit einer sehr wichtigen Definition anschauen. Und dazu nochmal, was war unser Setting? Wir wollen lösen eine Anfangswertaufgabe der Form y' von t gleich f von t und y von t, y von a gleich y0 mit diesen ganzen Vorbedingungen. Ja? Ich gehe da jetzt nicht mehr einzeln drauf ein. Und diese Aufgabe haben eine Lösung y quer von t. Wie hatten wir jetzt ein numerisches Verfahren definiert? Naja, ich gebe diesem Verfahren ein Gitter IH und es berechnet daraus eine Näherung YH für die Lösung y quer. Und denken Sie dabei ruhig an das erstmal an das Eulersche Polygonzugverfahren. Wie würden wir jetzt den Fehler dieses Verfahrens definieren? Naja, also wenn man sich das anschaut, ich habe eine Näherung YH an Y quer. Das heißt also, diese YH von T für T auf dem Gitter sind Näherungen für Y quer von T. Naja, also der Fehler an jeder Stelle wäre also sowas wie der Betrag von YH von T minus Y quer von T. Und als den Gesamtfehler würde ich wahrscheinlich als das Maximum, als den Gesamtfehler würde ich das Maximum dieser Einzelfehler bezeichnen. Und genau das tun wir auch. Also das Maximum dieser einzelnen Fehler, also Maximum T-Element IH, YH von T minus Y quer von T, das nennen wir EH und EH ist der globale Diskretisierungsfehler. Und ja, das kann man auch einfacher schreiben als die Supremumsnorm von YH minus Y quer eingeschränkt auf das Gitter IH. Ganz kurze Anmerkung, weil ich auch das häufig in Prüfungen sehe. Natürlich sieht das hier aus wie, naja, es ist der maximale Unterschied zwischen der Näherung und der Lösung. Ja, das heißt, sieht sowas aus wie die Supremumsnorm von YH minus Y quer. Aber das macht natürlich keinen Sinn, das mathematisch in dieser Form hinzuschreiben, denn das YH hier vorne ist eine Funktion auf dem Gitter, das Y quer hier vorne ist eine Lösung auf dem gesamten Intervall. Die kann ich also gar nicht voneinander subtrahieren. Also was muss ich machen? Ich muss einfach das Y quer hier vorne auf das Intervall nochmal, auf das Gitter einschränken und dann kann ich die beiden voneinander subtrahieren und das habe ich genau hier oben gemacht. Okay, gut, also das macht irgendwie Sinn, diesen Fehler auf diese Art zu definieren. Jetzt möchten wir gerne Konvergenz definieren. Wie würden wir das denn tun? Man würde doch erwarten, wenn man das Gitter immer feiner macht, dann konvergiert in einer gewissen Weise die Lösung, also die konvergieren die Approximationen in einer gewissen Weise gegen die Lösung. Naja, Konvergenz ist nicht so einfach, denn wir haben nur Gitterfunktionen und das andere, die Lösung ist nun mal eine kontinuierliche Funktion. Aber alternativ könnte man natürlich sagen, naja, der maximale Fehler zwischen den beiden, der geht gegen Null. Und das haben wir ja gerade definiert. Das heißt also, nehmen wir jetzt uns das jetzt mal genauso her. Das heißt also, sei IHK eine Folge von Gittern, deren Feinheit immer kleiner wird. Das heißt, eine Folge von Gittern mit Feinheit HK und dies HK soll gegen 0 gehen. Okay, was würden wir erwarten? Die Feinheit wird immer besser. Das heißt, wir würden erwarten, der globale Diskretisierungsfehler, den wir oben definiert haben, der konvergiert gegen 0. Und wenn genau das ist, dann nennen wir dieses Verfahren konvergent. Ja, also falls IHK eine Folge von Gittern ist mit Feinheit HK und HK gegen 0 und es gilt für diese Gitter, dass der globale Diskretisierungsfehler gegen 0 geht, dann heißt das Verfahren konvergent und natürlich muss das gelten für alle Folgen von Gittern mit dieser Eigenschaft. Okay, ich habe vorhin gesagt, in einer gewissen Weise konvergieren also dann diese Näherungen gegen die Lösung. Ja, das ist aber mathematisch natürlich genauso sinnlos wie das, was ich da oben hingeschrieben habe. Denn hier vorne, naja, das YH, das ist eine Gitterfunktion und das auch noch auf wechselnden Gittern. Das heißt, man kann hier nicht ernsthaft von einer Konvergenz oder so reden. Ja? Ich weiß gar nicht, wie ich das hier direkt definieren sollte für diese Funktionen. Und das heißt, wir helfen uns hier, indem wir einfach über diesen globalen Diskretisierungsfehler gehen und die Konvergenz eines Verfahrens über diesen globalen Diskretisierungsfehler definieren.
Okay, gut. Wir wollen natürlich, dass diese Verfahren möglichst schnell konvergieren. Warum? Naja, je feiner das Gitter ist, umso mehr müssen wir natürlich arbeiten und wir wollen immer möglichst wenig arbeiten. Das heißt also, es wäre schön, wenn diese Konvergenz möglichst schnell wäre. Und die Konvergenz haben wir immer in so H-Potenzen gemessen. Das heißt, wir nennen hier ein Verfahren konvergent von der Ordnung P, falls gilt, dass der globale Diskretisierungsfehler sich abschätzen lässt durch eine Konstante mal h hoch p. Das heißt also, irgend sowas wie in der Form ist eh ist c mal, ist kleiner gleich c mal h hoch p oder eh gleich o von h hoch p. Und es ist natürlich wieder klar, je größer das p ist, umso schneller konvergiert hier vorne der Diskretisierungsfehler gegen 0. Und ja, umso mehr, und wir werden erwarten, umso schneller ist tatsächlich unser Verfahren, umso größer dürfen wir das H tatsächlich wählen, um eine vorgegebene Genauigkeit zu erreichen. Das heißt, unser Ziel wird es immer sein, so Verfahren zu konstruieren, bei denen das P hier oben möglichst groß ist. Okay, und jetzt erwarten Sie natürlich von mir, dass wir jetzt von allen möglichen Verfahren beweisen, dass sie konvergent sind, möglichst auch noch konvergent von der Ordnung P. Und da stellt sich heraus, das ist gar nicht so einfach zu beweisen. Und deshalb werden wir nachher einen Hilfsbegriff einführen, nämlich den Begriff der Konsistenz, und werden zeigen, aus dieser Konsistenz folgt die Konvergenz bereits. Und diese Konsistenz wird relativ einfach zu beweisen sein.